Servus und grüß dich. Ja, ich starte wieder mal mit Aufnahmen vom LS. Und zwar haben wir mir auf der Waldstätten. Die Waldstätten ist ziemlich umgebaut worden. Und wir haben schon eine Zeile drauf gespült. Das ist mein Hof. Ich habe einen kleinen Landhandel. Wenn man sieht, da hinten ist ein Schafstall und eine Werkstatt. Da ist der Kuhstall. Unterstellmöglichkeiten, Lagermöglichkeiten. Verschiedene Produktionen. Ich habe eine Art Landhandel. Einen Hühnerstall und einen Schweinestall. Ich tue praktisch alles weg betreiben. Weil es eigentlich, ja, wir spielen jetzt da nicht Roleplay drauf auf der Waldstätten, sondern ganz normal. Aber es werden mehrere Höfe bewirtschaftet. Also haben da oben wieder mal verschiedene Spieler dabei. Die Karten ist umgebaut worden von Danne. Die Karten hat sehr viele Neuerungen. Es gibt verschiedene neue Produktionen. Wir da herum zum Beispiel eine Fernwärme. Dann ist da eine Achterbahn zum Aufbau auf der Baustelle herum, wo wir verschiedene Sachen anliefern müssen. Auf die ganzen Steps. Ja, es haben sich einfach einige Sachen geändert da herum. Wir haben da eine neue Molkerei herbaut. Oder der Anton hat eine neue Molkerei herbaut. Es sind ja verschiedene neue Sachen. Wie da. Naja, wo? Da ist es nur mehr Fernwärme. Dann eine Weberei, da in der Ortschaft herin. Ich muss eigentlich jetzt anlegen, wahrscheinlich gehe ich verkehrt. Irgendwo haben wir einen Ampeln hinzugebaut, wo auch der Verkehr stehen bleibt. So, wo ist jetzt der Hauptdurchgang? Das ist eigentlich da so. Ja, da ist Dampe, bleibt auch der KI-Verkehr stehen auf alle Seiten. Ja, wie gesagt, es sind da verschiedene Sachen neu gemacht, also Exportcontainerlager, hier, da herunter den Hof, ein neuer, können wir auch mal aus der Luft zeigen. Den haben wir jetzt Kühler genannt. Den spiele ich eigentlich mit. Also ich verwalte eigentlich, ja, wie soll ich sagen, 3, 4 Höfe. Natürlich auch die anderen, die verwalten der, die schauen da auch um Tiere. Also ein recht geschickter Hof war auch. Und in Ribi sei Hof ist original geblieben. Und Anton sei Hof, der ist umgebaut worden. So praktisch da Misthaufen und ja, auch verschiedene Ställe dazu gekriegt da hinten. Ja, aber das lernen wir alles kennen im Laufe der Zeit. Und starten wir mir da jetzt. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Da hier hinten, das ist vor allem den Spielstand überblieben, das muss ich irgendwann einmal verkaufen dann.
Jetzt schauen wir mal in Produktionen rein, ob was da zum Tor ist. Ich glaube, ich muss ein wenig ein Holz abliefern. Hätte mal ein wenig Vorrang, damit die Leerpalle hinkriege. Und irgendwie brauche ich da Stoff in der Weberei. Stoff hätte ich eigentlich auf den Hänger oben, gell? Ja. Aber das verkaufen wir alles, haben wir gesagt, was am Hänger ist. Gut. Die Produktion läuft. Kartoffeln, Mais. Weizen, da haben wir nicht mehr viel, ja. Das wird eh ausgehört, aber es ist, muss ja rein. Also eigentlich muss ich mal momentan nur schauen, dass ich Holz runterbringe. Dann haben wir November, wie ihr seht. Gut. Was ich nur da kann, ist meine Felder. Es müssen die Wiesen erntereif sein. Genau. Das sind jetzt meine Felder, die hellblau. Das sind die vier Wiesen, die ich habe. Und sonst ist eigentlich nur Weizen, Gerste und Raps abgebaut. Bei mir. Gerste. Raps. Weizen, Weizen, da herum müssen noch Rapsfüll sein, genau. Das sind meine vier Füll über die ganze Korben verteilt. Es gibt so viel zum Fahren, muss man aber auch mit Autodrive betreiben. Und jetzt suchen wir uns auch erst einmal einen Baum, den wo wir umsäubeln können. Und das Seil winden. Ja, genau. Ich habe ganz vergessen. Wir spielen Zeit mit dreifach. Die Zeit wird aber, wenn keine Aufnahmen haben oder ich nicht online bin, obergeschraubt auf 0,5, damit alle anderen auch Zeit haben, dass es nicht nur an mir liegt, wenn was kaputt geht. Ja, was für ein Baum, der stand eh schon gut da. So ein großer. Schnee wird man den einmal um. Das muss man so mal auszahlen. Mal da was Fische voll ist. Halt!
Sauer in Dosen. Gut, dann machen wir das so, Pi mal Daumen mit der Länge. Dann nehmen wir das nicht so genau wie andere. Sagen wir es mal zusammen. Wenn wir es da mieten auf der Batterie hier, dann gehen wir schnell runter. Jetzt so, suchen wir noch einen zweiten. Der Solar denkt sich auch. In dem Sinne relativ. Das sind die Pläne, die mache ich nicht machen. Oh, mit dem aus. Nehmen wir den noch. Und wenn wir nicht zu viel Holz drin haben, weil irgendwann kaufen wir uns das zu. Okay. Ich mag eigentlich nicht zu viel Holz machen. Aber mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
Da haben wir dann 25 Meter oder guck, alles drauf gestanden. Da haben wir wieder 5 gleiche Teile schaffen. Die wird man nie genau hinbringen. Wie gesagt. Hauptsache. Ich fasse Lohner. Oh. Müssen wir noch mehr machen, glaube ich. Ich verrucke mit einem, dann kann man schön zusammenzeigen. Nicht so, wie ich das vorgestellt habe. Werde mal mitten. Mal nur mal Position wechseln, dann das wird nicht helfen. Kann man alles jetzt zusammenrücken. Einfach nehmen können dann.
Ja, die erste Folge ist auch schwierig. Eine Holzfolge, weil wir einfach da gerade drin waren. Aber mehr machen wir jetzt momentan schon auch nicht. Gut. Ja, dann schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir werden es verlohnen und zur Fabrik bringen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, euch wird die Karten gefallen. Da wird man noch viel sehen. Das war jetzt nicht alles. Aber das kommt auch irgendwann. Auf alle Fälle hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Viert euch, bleibt's geil.